Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mal wieder bin ich zu sehen und es geht diesmal wieder um etwas, was es unfassbar häufig auf YouTube gibt. Und zwar sind das Videos über angeblich verfluchte Telefonnummern, die man niemals anrufen sollte. Es gibt so einige Legenden und Mysterien, die sich um so manche Telefonnummer ranken und ich wollte mich heute denen mal stellen. Die Gerüchte besagen häufig Sachen wie, man ruft diese Nummer an und stirbt deswegen. Oder man ruft diese Nummer an und wird verflucht. Es kommen Dämonen, die einen umbringen werden und so weiter. Also das ganz Typische und das, was bei mir dafür sorgt, dass ich es machen will, weil... Aber ich habe extra deswegen heute 5 Nummern einmal rausgesucht, die ich für euch anrufen werde, um nachzusehen, ob wirklich etwas an dieser ganzen Geschichte dran ist und ob eine dieser Nummern wirklich gruselig ist. Hier könnte man wieder auf 2 Wegen vorgehen. Ich könnte... Weg 1 machen, der häufig gemacht wird und irgendwas faken, irgendwelche anderen Nummern anrufen, wo dann Leute mit mir reden. Oder ich mache es so, wie es ehrlich ist und jeder sieht, ob wirklich etwas passiert. Ich habe all diese Nummern noch nicht angerufen, ich weiß nicht, was passiert und ich mache das extra am Tag. Viele Leute machen das ja um diese 3 Uhr nachts Video-Sachen. Aber ich will nicht, wenn nachher eine dieser Nummern wirklich jemanden anruft, will ich nicht, dass ich dann um 3 Uhr nachts irgendwen aus dem Bett klingel und ihn dann frage, ob er ein Dämon ist. Ich will auch keine Polizei, die mir dann am Hals hängt. Okay, die erste Nummer, die wir anrufen werden, ist Sodakos Nummer. Sodako ist eine Art japanischer böser Geist, heißt es, oder eine verfluchte Nummer aus Japan. Und wenn man bei dieser Nummer anruft, soll es so ein bisschen so laufen wie bei The Ring. Das heißt, du rufst an, eine Stimme sagt dir, dass du nach einer Woche sterben wirst. Und nach einer Woche stirbst du. Dieses Video werde ich jetzt nicht eine Woche im Nachhinein nochmal machen. Das heißt, wenn ihr seht, dass immer noch Videos kommen nach der Woche, habe ich überlebt. Gut, die Nummer ist ganz einfach. Es ist 090, 4 mal die 4 und nochmal 4 mal die 4. 4 mal die 4 und noch eine 4. So sieht das Ganze dann aus. Mal sehen, ob es scharf stellt. Ne, tut's nicht. So sieht das Ganze dann aus. Und ich gucke einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Gut, man könnte das Ganze jetzt noch versuchen, noch einmal mit der japanischen Vorwahl das Ganze wählen, aber dann bezahle ich um die, was weiß ich wie viel Euro an Gebühren und das mache ich nicht. Auf jeden Fall, diese Nummer ist, wie ihr seht, nicht verfügbar. Entweder nicht in Deutschland oder auch in Japan. Ich habe gehört, dass es Leute gegeben haben, die dort angerufen haben, wo eine Person abgehoben hat und mit ihnen geredet hat, aber die meisten sagten, jedenfalls laut dem Internet, laut den Quellen, wo ich es her habe, dass sie nichts am anderen Ende hatten und auch eine Fehlermeldung. Aber gut, gehen wir einmal weiter. Die nächste Nummer ist 666 und nochmal 4 mal die 6. Ich denke, es ist klar, was dort erwähnt wird. Von dieser Nummer gibt es unfassbar viele Varianten. Es gibt einmal die, die ich gerade genannt habe, dann gibt es, dass man nur 666 wählt, dann gibt es, dass man 6 mal die 6 wählt und so weiter. Es ist immer das Gleiche und es heißt, man kann mit dieser Nummer den Teufel anrufen und kriegt dann auf der anderen Seite seines Handys eine seltsame, düstere Stimme, die mit einem redet oder auch nur ein Atmen. Ich möchte es ausprobieren, 666 und noch 4 mal die 6. Ist nicht vergeben. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Erneut nichts. Aber die Nummer war scheinbar, ist das irgendwie vorwahlmäßig nach Freien-Steinau. Das klingt nach einer Stadt in Deutschland. Also an alle, die da in Freien-Steinau sind, ich hätte vielleicht euch angerufen. Gut. Erneut, wir haben wieder kein Ergebnis. Als nächstes kommt dann 999 999 9999. Dies ist eine verfluchte Nummer erneut. Und das heißt, wenn man diese Nummer anruft, wird auf der anderen Seite eine Art Dämon oder ein Mann mit einer tiefen Stimme dir antworten und dir sagen, dass du einen Wunsch freikriegst. Das heißt, so ein bisschen wie ein Genie. Aber das Einzige, was du dafür ihm anbieten musst, ist deine Seele. Muss man jetzt wissen, wie man das Ganze aufwertet, ob ihr das machen würdet. Ich denke, wenn jemand abnehmen würde und fragt, ob er meine Seele haben kann, würde ich Nein sagen aus Reflex, aber... Oder vielleicht auflegen, vielleicht würde ich mich auch nicht in der Diskussion mit ihm verfangen. Aber ich versuche einmal diese Nummer anzurufen, also 999, nochmal 999 und 4 mal die 9. 9999. Was das immer ist, dass am Ende alles nochmal mal 4 kommt. Naja. Teilnehmer hat seine Mailbox leider ausgeschaltet. Wir können daher keine Nachrichten hinterlassen.
Was war meine andere Nachricht? 999 999 1234. Der Teilnehmer hat seine Mailbox leider ausgeschaltet. Sie können daher keine Nachrichten hinterlassen. Auf Wiederhören. Okay, der Teufel hat also seine Mailbox ausgeschaltet. Will nicht die ganze Zeit genervt werden. Da ist jetzt nichts Gruseliges bei. Es ist ein bisschen seltsam, dass die Antwort, die ich kriege, mittendrin einmal kurz abbricht. Sie sagt ja, der Teilnehmer hat die Mailbox ausgestellt. Aber das ist jetzt nicht gruselig. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, warum da dieser Fehler drin ist. Aber ja, wenn ihr den Teufel anrufen wollt, erwartet nicht, dass ihr auf die Mailbox sprechen könnt. Ihr müsst ihn mal erwischen, wenn er sein Handy anhat. Gut, das waren bisher 3 Nummern. Und jetzt kommt die vierte. Und die vierte ist etwas, da gibt es belegte Fälle von, dass das tatsächlich funktioniert. Und die Geschichte dahinter finde ich ganz interessant. Die von uns, die schon ein bisschen älter sind, ich rede jetzt nicht von 40 plus, sondern ich rede von meinetwegen auch wie ich 20, die kennen noch die alten Telefonboxen, die draußen immer standen, diese gelben Boxen oder die von der Telekom, die da aufgestellt sind, wo man irgendwelche Nummern mal eintippen konnte. Und als man noch ein kleines Kind ist, ist man da so gerne hingegangen, hat irgendetwas eingetippt. Also wirklich einfach raufgetippt, und wollte dann, dass diese Nummer durchkommt. Natürlich muss man eigentlich immer Geld bezahlen, es sei denn, man ruft den Notruf. Den konnte man auch so erreichen. Nun gibt es Leute, die angeblich dort angerufen haben, oder Kinder gerade, und die haben irgendwelche Zahlen eingegeben. Und dann bekamen sie eine Antwort. Und zwar sagte eine Frauenstimme richtig panisch am anderen Ende der Leitung, dass sie unbedingt Hilfe braucht, weil Susie gerade stirbt. Der genaue Wortlaut war immer help me, Susie is dying, oder auch help me, Susie is drowning. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hatte. Und die Telefonnummer soll eine sein, die tatsächlich funktioniert. Und es gibt so einige Videos auf YouTube, wo Leute bereits angerufen haben und dann so eine Antwort noch bekommen haben. Also ich brauche jetzt nicht eine Telefonzelle suchen, damit das funktioniert. Also. Ich rufe gerade im Wuppertal an. Wieso rufe ich im Wuppertal an? Guten Tag. Hallo? Hallo. Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich verwählt. Tut mir leid. Okay. Tut mir leid, lieber Mann, den ich gerade im Wuppertal angerufen habe. Ich habe kein Wort verstanden, aber es tut mir leid. Jetzt seht ihr den Grund, warum ich nicht nachts angerufen habe, sondern das tagsüber gemacht habe. Ja. Unangenehm. Okay, kommen wir nun noch zur allerletzten Nummer, die ich habe. Und zwar ist das Nummer. Das heißt, man wählt. Und dann kommt eine Männerstimme, die dir dann sagt, dass du 15 Leute anrufen musst und sie ebenfalls dazu auffordern musst, diese Nummer anzurufen, oder du wirst sterben. Ziemlich simpel, rufen wir an. Wenn es jetzt allerdings wieder nach Wuppertal geht, lege ich vorher auf. Ich will nicht schon wieder, dass da jemand rangeht, ganz ehrlich. Ja, also, ich muss ja jetzt wieder jemand rangehen, ach Mann. Ja, hallo. Hallo, ich bin Christoph. Hallo. Wo bin ich da gerade gelandet? Ach so, nee, das ist falsch. Entschuldigung. Okay. Wo wollten Sie denn hin? Ich wollte eigentlich meine Mutter anrufen, aber das scheint falsch zu sein. Okay, ja. Das ist falsch, ja. Okay, vielen Dank, nichts für ungut. Tschüss. Kein Problem. Ciao. Netter Mann. Musste ihn leider anlügen. Ich kann ihm schlecht sagen, ja, wo wollten Sie denn hin? Ja, eigentlich wollte ich einen Mann anrufen, der mir sagt, dass ich 1000 Leute umbringen soll, aber jetzt bin ich bei Ihnen gelandet. Gut, das war wirklich unangenehm zweimal, aber der war ein sehr sympathischer Mann. Aber da habt ihr es, diese Nummern sind seltsamerweise vergeben, also ich find's echt cool, wenn man eine Nummer hat, lautet, aber ruft den armen Mann bitte nicht an.
Und ja, gut. Die Nummern haben alle nicht funktioniert, aber es gibt tatsächlich eine Nummer, von der ich euch erzählen möchte. Die bringt nichts anzurufen, aber die wurde tatsächlich gesperrt, weil sie angeblich verflucht ist und weil es Belege dafür gibt. Und zwar gab es in Bulgarien die Nummer 0888-888-888. Diese Nummer wurde eigentlich gemacht dafür, dass normale Leute sie auf ihrem Handy haben konnten. Manche hatten halt diese Nummer und eigentlich hatte der Besitzer einer Telekommunikationsfirma die Nummer und starb an Krebs. Viele Leute sagten aber, dass irgendetwas bei seinem Tod merkwürdig war. Viele gingen davon aus, dass er gar nicht wirklich an Krebs starb, sondern vergiftet wurde, dass irgendjemand anders schuld an dem Ganzen war. Und dann bekam eine neue Person diese Nummer. Die Person wurde allerdings wenig später dann erschossen. Und es ging immer so weiter. Leute bekamen die Nummer und starben daraufhin. Als dann irgendwann das gemerkt wurde, dass all diese Menschen, die auf mysteriöse Art und Weise gestorben sind, alle diese Nummer hatten und immer starben, nachdem sie diese Nummer bekamen, wurde dann diese Nummer offline genommen und nie wieder konnte man sie erreichen. Es bringt auch nichts, hier aus Deutschland sie anzurufen, weil die ist halt in Bulgarien. Aber gut, das war dieses Video. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich rufe diese Nummer nicht noch einmal an. Oh ja, das war dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber auf jeden Fall. Tschüss.